Hab heute noch nicht ins Discord geschaut, aha. Mensch, Mensch, Mensch. Wo ist denn Mutter Gothel? Warte mal, bevor ich jetzt... Nee, als allererstes verkaufe ich mal eben. Eine Paprika muss ich aber übrig behalten. Schön, dich zu sehen. Dass dieses Klingeln jetzt immer erst kommt, wenn er uns begrüßt. So, hier von zwei. Achso. So. Achso. Gut, ich kann das nicht verschieben hier, was soll's. Wir sehen uns. Ja, Mutter Gothel, wo ist sie denn? Einkaufen war sie ja nicht. Ist sie vielleicht zu Hause? Das wird mir nicht angezeigt. Manchmal werden ja Charaktere irgendwie nicht angezeigt. Aber ich freue mich, dass du fröhlicher klingst, lieber. Wieder fröhlicher klingst, lieber Kidmar. Echt? Tue ich das? War er unfröhlich? Ja, würde ich jetzt auch gerade fragen. Ich habe zu viel Soße im Auflauf. Es kocht über. Ach, genug, ist ja dumm. Hier draußen allein zurechtzukommen. So, pass mal auf. Ich habe was für dich. Hier eine Lauchsuppe. Dieses Moskitogeräusch, ne? Ich hasse das. Dann, vor allem, weil mich das einfach so triggert, weil ich das nämlich im Sommer auch habe, dass man, wenn man eine Mücke da ist, dann immer dieses und hier eine Paprika. Ja, ich fand die vergangenen Streams lang ein bisschen erschlagen, ja, die letzten Streams, also sagen wir mal, die letzten Wochen waren auch relativ hardcore, ne? Deswegen, ich meine, das ist auch immer noch hardcore, aber man versucht jetzt irgendwie das Beste draus zu machen, ne? Verbringe Zeit mit dem König des Königsfelsens. Also Simba. So, bevor ich Zeit mit Simba verbringe. Wir müssen ja noch Tintenfische angeln. Hä? Warum macht er das nicht? Ja, ich kann meine Krallen in so einen Ort wie diesen hier vergraben. Ein Thunfisch. Ich weiß, wir brauchen eigentlich die blauen, aber... Naja, ne? Manchmal haben wir auch bei Weiß Glück. Hering. Lass mal kurz einen Stein wegmachen. Schwups. Ne, das ist mein Zigote. Ist das nicht, Schatz? Fange drei Fische, ja, ist okay. Nebenbei wieder so ein paar herrschaftliche Pflichten hier erledigen. Oder herrschaftliche Aufgaben. Was sind das hier? Da haben wir den Schutt von der letzten Wochenendveranstaltung nicht weggeräumt. Hier ist ja noch was. Das sieht ja hier aus wie bei Hempelsons am Sofa, ne? Wobei ich in der Weltzeitschrift Postillon letztens noch gelesen habe, dass bei Hempelsons am Sofa aufgeräumt worden ist. Ein Hümer? Ich habe übrigens gelernt, dass Hummer kein Gemüse ist. Wusstet ihr das? Was für eine Zeitschrift? Der Postillon. Den kennt man doch. Weltzeitschrift. Okay, das war knapp daneben. Wo ist die ganze Musik hin? Du meinst die Bild-Zeitung? Nein! Ich meine den Postillon, nicht die Bild-Zeitung. Ah, guck mal, da ist alle hier so. Ich hab wirklich hier. Wie sagt man doch gleich?
nett sein. So nett. Ach, schön, wie er es ausspricht. So, jetzt aber hier Tintenfisch. Let's go. Go, go, Power Ranger. Kannst du Französisch? Nicht im geringsten. Ich kann, glaube ich, nur bis 10 oder 12 zählen vielleicht. Das ist das Einzige, was ich auf Französisch kann, aber dann hört es auch auf. Und ich kann auch sagen, wie ich heiße, aber mehr ist nicht hängen geblieben von damals Französisch. Ja, okay, mit dem Weißen haben wir leider keinen Erfolg. Warte mal, hier ist noch einer. Gerade nachgespawnt. Nope. Nope, nope. So, dieses komische Hügelchen machen wir weg. Balloon. Ja, noch haben wir Glück, dass es immer auf dieser Seite ist. Ja, verdammt. Da bin ich leider nicht mehr dran gekommen. Das war nämlich genau hinterm Zaun. Naja. Man kann nicht immer gewinnen, ne? Wie heißt es noch so schön? Es gibt Tage, da verliert man, es gibt Tage, da gewinnen die anderen. Das war sehr knapp. Hätte mich beinahe verangelt. So, wir müssen einmal ganz kurz nach Hause. Because we have no energy. Aber wir sollten die Tintenfische ja auch im vergessenen Land ernten können. Da war ja was. Ohnehin müssen wir dorthin, weil wir noch einmal die Kürbisse dort gießen müssen. Zuerst. Ah, verdammt. Weißt du was, lieber Rabe? Komm doch mal gerade runter. Wie wär's denn hier mit so einem Arendelle-Hering? Der ist ja 5-Sterne-Gerichte. Das sind nämlich Gourmet-Rahmen, wie wir ja wissen. Und damit haben wir den klassischen Rahmen freigeschaltet. Juhu! Sehr geil. Das war nämlich meine Intention dabei, weil ich dachte, mit dem schwarzen Rahmen, den können wir bestimmt mal gebrauchen für irgendwas, irgendwann, irgendwie. Ich erinnere mich noch an die eine Quest, die wir mal hatten. Nicht machen konnten, weil der schwarze Rabe einfach nicht da war. Na, schade. Der war zu weit weg einfach jetzt noch. So, Beast, ich nehme mal eben deine Blumen hier mit. Ein bisschen schwarzes Holz. Die Nachtdorn lasse ich da. Einfach für den Fall, dass wir die vielleicht später mal für die Quest brauchen. Sehr wenig schwarzes Holz aber hier. Achso. Genau, wir wollten noch etwas angeln. Da müsste erstmal wieder so ein komischer. Wie heißen die nochmal? Teufels. Ich hab meine Patrouille beendet. Alles gut.
habe ich nicht geguckt. Seeteufel. So, irgendwas mit Teufel wusste ich doch. Dann, hier, Schwupps. Bass, Bass, wir brauchen Bass. Leid hier. Hallo, Rabe. Wir sind jetzt Freunde, ne? Geil. Nie zuvor habe ich so ein Königreich gesehen. So, aber blau, das müsste eigentlich der Lanzenfisch oder sowas sein, wie der hieß. Ja, Lanzenfisch. Wo kriegt man denn hier die Tintenfische? Die waren aber nicht bei den Weißen drin, oder? Ich meine, das wäre ja easy dann. Wie mich meine innere Stimme gerne erinnert, ich komme in Frieden. Und bringt uns die Demokratie. Genau in diesem Moment setzt er seinen Laser ein. Ich finde, das ist eine sehr schöne Ironie. Er bringt uns die Demokratie. Piep, 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 piep. So, ein wunderschönen guten Abend, liebe Dusi. Hallöchen, ich grüße dich. Ich hoffe, auch dir geht es gut und du hattest einen wunderprächtigen Wochenstart. So, nein, ich will keinen Scheiß Tupesh, Mann. Ich will Tintenfisch. Also auch RL hätte ich nichts gegen Tintenfisch gerade. So schön als Tintenfischringe. Ich hätte nur ein paar kleine Pizzaschnecken zum Abendbrot. Die haben mich natürlich nicht satt gemacht. Ich glaube, hier oben Tintenfisch zu angeln ist nicht sehr effizient. Immer noch? Ah, guck mal, das klingt doch hervorragend. Dieser Ort hier. So. So, dann haben wir hier nochmal ein bisschen was, was wir mitnehmen können. Ach du Scheiße, wie sieht das denn hier wieder aus? Ey, das ist ja... Schlimm ist das. Ich meine, ich will jetzt hier nicht gezielt aufräumen, aber es gibt so manche Sachen, die kann man halt nicht so stehen lassen. Also ich hätte eine letzte Unterhaltung jetzt sagen, das ist doch... auch das ist natürlich immer sehr, sehr positiv. Na, hallo, nimm das jetzt bitte. So, das ist doch das, was man den Leuten wünscht, nicht wahr? So, mein Gott, hier ist wieder alles vertreten, ne? Genug Knochen, Pilze, komische Blasen in der Luft, Blubberblasen. So. Nicht mehr genug Knochen, dass die Löwen hinter sich nicht aufräumen können, ne? Mensch, Mensch, Mensch. So, Sonne, Wasser. Ich finde, sie spricht immer so ein bisschen so, als wenn die Nase zu sitzen hat. Komm doch ran. So, let's go. Mein Auflauf ist fertig und lecker. Juhu, geil. Sehr nice. Ich hoffe, er ist trotz der vielen Soße gut geworden. Ich meine... Gehe ich von aus, wenn du sagst, dass er lecker ist. Aber man weiß es ja nicht, ne? Deswegen fragt man am besten aber nach. Och Mann, schade. Dafür könnte, so kriegen jeder Fisch eigentlich die Schildkröte. Und ich gieße diese Blume jetzt hier. Ach, du liebe Zeit. Ich glaube, es liegt daran, weil wir hier beim letzten Mal nicht aufgeräumt haben, dass es jetzt hier so chaotisch aussieht alles. Guck mal, da ist noch wieder ein Loch. Unsere Ausdauer ist halt wieder in the ass. Hey, ja klar, was denkst du denn? So, ich erstmal eben die Kabeljaus hier weg. Bringen nicht so viel Energie, aber wir brauchen noch nicht so viel. Immer noch habe ich noch mehr zum Löffeln. Naja, gut, okay. Also, ich weiß nicht, ob ich das so geil finden würde, wenn ich einen Auflauf löffeln würde. Aber warte mal, Woody, wo ich dich gerade sehe, wir müssen noch mit dir reden. Toller Tag, um draußen zu spielen. Du scheinst verwirrt zu sein.
Sag mal, Kim, mal, gibt es hier ein Lieblingsspielzeug? Was bedeutet es, ein Lieblingsspielzeug zu sein? Wenn man das Lieblingsspielzeug eines Kindes ist, hat man viel Verantwortung. Man muss sich um die anderen Spielzeuge kümmern. Man muss dafür sorgen, dass es allen gut geht und sie in Sicherheit sind. Man muss für Ordnung sorgen und das Allerwichtigste, aufpassen, dass niemand verloren geht. Auf Wiedersehen, bis bald. Gut, haben wir das erledigt. Oh, wir brauchen noch 5 Pünktchen, dann haben wir es geschafft. Jung. Gib einem sehr mürrischen Löwen seine Lieblingsgeschenke. Okay. Einen sehr mürrischen Löwen, damit kann natürlich nur Onkel Scar gemeint sein. Machen wir sofort. Ich nehme nochmal eben die letzten Sachen auf der sonnigen Ebene mit. Ein paar Pilze. Pilze. Ein paar Pilze und ein Loch, was noch gestopft werden will. So. Alright. So. Na, guck mal hier, füttere ein Kleintier, haben wir auch abgeschlossen. Ja, reiche ein Foto bei Dreamsnaps ein. Aktuelle Herausforderung, erforderlich, skurril, Disney. Dekoriere den Talent, verwandle es in den Freizeitpark deiner Träume. Das könnten wir eigentlich mal. Wir könnten eigentlich mal ein Bild von unserem Freizeitpark dann hier machen, ne? Wir haben ja schon einen. Nehmen wir mal die Kamera. Und dann am besten so, dass wir hier. Oh, ich hab's gesagt. Ah, guck mal, so können wir die Kamera ein bisschen. Kann man noch rauszoomen eigentlich? Stehen, hocken. Nee, Kamera drehen, Bildformat ändern. Machen wir mal so. Ach nee, warte mal, wir müssen das ja. Wir müssen das ja auch einreichen. So, wie war es nochmal? Dreamsnaps anzeigen. RT. Ja, 31 von 4, 22 von 6. Einreichen. Haben wir das auch mal gemacht. Dein Bild wurde richtig eingereicht. Schön. Okay. Zack, 20, sehr geil. Arbeit in der Schicht im Restaurant, 7, holy shit. Aber wir können dann jetzt erstmal unsere neue Jacke für den Sully kaufen. Let's go! Monster Uni Sully. Cool, cool. Ja, und den Rest muss ich mal gucken. Ich sammle einfach erstmal weiter. Aber das Schöne ist, ich kann bei Sully jetzt erstmal das zweite Kostüm auswählen. Hey. Nice one. So, kommt der jetzt eigentlich schon wieder zu uns oder muss ich den wieder neu aufgabeln? Ne, er scheint zu uns hinzukommen. Tja, dann haben wir jetzt den Monster Uni Sully. Hallo, mein Kumpel.
Der sieht voll konzentriert aus, als wenn der richtig angestrengt joggen würde. So, ich gehe mal kurz nach Hause und würde mal eben aufladen. Also die Energie. Und dann schauen wir mal, was brauchen wir denn für Scar? Charaktere. Scar. Eingelegter Hering, Karpfen und pikante Piranha-Suppe. Ja, ich glaube, die pikante Piranha-Suppe kann ich mir gerade abschminken, weil wir haben noch kein Piranha gefangen. So, eingelegter Hering. Da können wir mal eben kurz gucken. Eingelegter Hering nach Arendelle-Art. Ist nur eingelegter Hering. Ich habe noch nie eingelegten Hering gemacht. Eingelegter Hering. Tatsache, habe ich noch nie gemacht. Oh mein Gott, nach Arendelle-Art. Okay. Ist die Frage, was brauchen wir stattdessen, ne? Ich vermute mal, das sind ja 4 Sachen, die wir hierfür brauchen. Und hier sind es 5. Ist es vielleicht das Gewürz, was dann weggelassen wird? Ich probiere mal gerade. Also wir hatten auf jeden Fall Zitronen. Wir hatten drin Hering. Dann hatten wir Zwiebel und Knoblauch. Eingelegter Hering. Nice. Es ist das Gewürz gewesen, was den Unterschied macht. Jetzt habe ich allerdings vergessen, was war denn das andere Geschenk, was er haben wollte. Ein Karpfen einfach, okay. Das sollte kein Problem sein. Oh, die Fische hier können wir gerade, wir müssen sowieso ablegen schon wieder. Holy shit, warum ist mein Inventar nicht immer so voll? Auch einen Karpfen. So. Blumen. So, die haben wir voll, die haben wir voll, die haben wir voll. Dann hier schwupps rein und hier schwupps rein. So, hier, ja gut, die Rosen, die haben wir auch voll. Wie ist das mit diesen Lila-Blumen gewesen? Die aus irgendeinem Grund nach wie vor nicht aufsteckt. Ja, die können wir noch gebrauchen, okay. So, Pilze, Holz und Steine. Steine, Holz, Pilze haben wir wahrscheinlich voll, ne? Ne, tatsächlich nicht. Passt sogar, genau. Geil. Nice, nice. Dann geben wir zumindest schon mal die beiden Geschenke ab. Und dann hoffen wir mal, dass wir beim nächsten Mal alle drei, also wieder 3 abgeben können. Damit wir die Sache fertig bekommen. Oh, wie gut du bist. So, ich habe was für dich. Hier einen Karpfen. Und ich habe was für dich, einen eingelegten Hering. Aha. Kuschku. Bringe 2 Geschenke, haben wir gemacht. Ansonsten. Ding, 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 ding. Ja, dämmerischen Löwen, Meeresfrüchte mit Tentakeln. Oh, jetzt haben wir nur so Scheißaufgaben gerade, ne? Irgendwelche neuen Leute hier drin, die wir gerade bekommen können? Nö. Naja. Naja. So, dann holen wir uns gerade mal den Simba. Und lassen Sully mal wieder ein bisschen für sich ziehen. Simba! Schön, dass du da bist.
So, lass uns mal abhängen. Ha. Ich hab neulich ein Bild von dir gesehen, das ein Kind gemalt hat. Er hat ein Bild gesehen, was Kind. Ein Bild von mir gesehen, was ein Kind gemalt hat? Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das als Kompliment auffassen soll. Ich vermute, jeder erzählt dir, dass ich hier die Böse bin. So, was sollen wir noch machen? Ach ja, orangefarbene Edelsteine. Da kenne ich doch einen Trick, Freunde. Orangefarbene Edelsteine. Aber ich glaube nicht, dass wir hier noch einen Trank drin haben, ne? Ich glaube nur große. Ja, politische Spitzhacke eine große, aber ich brauche keine große. Wobei ich überlege. Na komm, ich mache uns erstmal eine kleine. Ja, nee, warte, ich mache erst. Ich nehme die große erstmal mit. Ich nehme erstmal die große mit. Kurz gerade ein bisschen Zeugs verkaufen. Hallo, Kumpel. So, zack, zack. 3600. Oh. Ja, orangefarbene Edelsteine, also Zitrin. Zitrin haben wir einmal auf der Lichtung und auf der sonnigen Ebene. Die Frage ist, haben wir Zitrin irgendwo schon rausschauen, da hinten? Ich hasse Sonnenschein. Jetzt finde ich doch auch niemanden in die Sonne zu gehen. Dann würde ich mich erstmal auf die Orangen konzentrieren. So, sehr schön. Direkt mal 5 abgestaubt. Wenn wir das 4-mal machen, dann hätten wir es fertig. Hier ist nichts Orangenes. Oh, und warte mal. Wenn ich hier gerade schon mal was Blaues sehe, dann nehme ich das selbstverständlich mit. Habe ich gar nicht drauf geachtet. Da noch mehr Blaue waren. Weiß. Lass die Weißen gerade mal, aber ich gucke nochmal eben wegen Blau. Und da hinten ist noch ein Blauer. Geil. Das ist alles weiß. Damit wir da auch vorankommen. Und hinten Fisch. Vielen Dank. Weiß. Und hier haben wir auch nichts Oranges mehr. Gut. Das Problem bei der großen Politur ist halt, dass wir halt nicht so viele am Stück von anderen Sachen abbauen können. Das ja, ist immer ein bisschen unglücklich. Und wir haben gar nicht mal so viel Orange. Scheiße. Scheiße. Was eine Scheiße. Marlin. Ah, guck mal. Sehr geil. Einen wunderschönen guten Abend, liebe Lila. Hallöchen, ich grüße dich. Ich hoffe, auch du hattest einen wunderprächtigen Tag. Bist gut in die Woche gekommen und auch gut in den heutigen Abend. Oh, eine Erinnerung. Woran erinnern wir uns denn?
an ein erstes Stück vom Bild. Encanto, alles klar.